Dann sage ich guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Pionierlabor, zu unserem ersten Pionierlabor. Also es soll ganz bewusst ein Praktikerforum sein von euch, von den eingebundenen Netzwerker für die anderen Netzwerker. Es ist uns hier wichtig, wirklich auf Augenhöhe auch das jetzt in diesem Kreis zur Sprache zu bringen, was in solchen Vorhaben, was in solchen Projekten real passiert in den Organisationen. Also Licht und Schatten, könnte man sagen, Highlights und Stolpersteine wirklich zur Verfügung zu stellen, um daran gemeinsam zu lernen und damit irgendwie auch die oft, wie wir annehmen oder wovon wir ausgehen, die Pionierarbeit unserer Netzwerke auch auf die Bühne zu bringen. Ganz besonders möchte ich begrüßen unsere Plus-Einser, die sogenannten Plus-Einser, also die, die noch nicht im Netzwerk sind, die wir aber ganz bewusst eingeladen haben, um auch vielleicht in so einem Format mal in eine ISB-Veranstaltung, in eine ISB-Kultur mal reinzuschnuppern, mal zu sehen, was machen die denn, wie machen sie es. Und auch die Referenten, die Beitragenden, haben ja zum Teil ihre Plus-Einser mitgebracht, die auch in den Projekten mitgewirkt haben. Das ist so eine ganz schöne Form, auch mit diesen Personen in Kontakt zu kommen und da in den Austausch zu kommen und da auch ein bisschen die erleben zu lassen, wie wir sowas gerne aufziehen. Als ich so die ersten Übungszettel, Drehbücher wieder in der Hand hatte, war ich wieder ganz in meinem ISB zu Hause und es hat mir total viel Spaß gemacht. Es war sehr offen. Ich habe meine Plus 1 mitgebracht, meine Geschäftspartnerin, und hatte das Gefühl, jeder Plus 1er war hier sofort integriert, willkommen, und es ist einfach schön. Es ist so ein Nachhausekommen-Gefühl und wieder ein paar Ideen mitzunehmen und das auch wieder aktiv in die eigene Arbeit einzubinden. Sehr inspirierend, sehr spannend, schöne Vorträge. Und am besten fand ich, dass es Praxisvorträge waren, ne? Also dass es echte Fälle aus echten Kundenprojekten sind und dadurch nicht so theoretisch, sondern Best Practice. Ein Nachhausekommen-Gefühl war es natürlich noch nicht für mich, weil ich die Plus 1 bin. Aber was ich hier gut feststellen konnte, wie ihr arbeitet, das ist ein schöner Rahmen, es ist sehr strukturiert, es ist ergebnisorientiert, aus der Praxis, für die Praxis, und ich habe sehr viel Anregung und Inspiration mitgenommen. Also ich war als Plus 1 dabei, aber ich habe mich überhaupt nicht als Plus 1 gefühlt, also vom ersten Moment an. Das war prima, ich habe mich einfach wohlgefühlt. Also der Austausch mit den verschiedenen Firmenvertretern, externe oder Berater, Firmenvertreter, fand ich extrem bereichernd. Das andere, was mich so beeindruckt hat, mit welcher Offenheit die Leute ihre Fälle darstellen, weil wenn man sowas macht, ist man ja auch ganz schön angreifbar. Ich fand es interessant, wie viele verschiedene Projekte dabei waren. Aus allen Projekten hast du irgendwie das Gefühl, du kannst Dinge mit rausnehmen. Von daher so diese Impulse zu kriegen aus den verschiedenen Projekten, sage ich mal, und den Sachen, die hier vorgestellt sind, die Untergruppenarbeit, war ganz toll. Für mich war es schön, dass ich mein Projekt nochmal vorstellen konnte, weil das irgendwie selbst nochmal so in der Runde, gibt es nochmal eine riesen Wertschätzung für das Erreichte. Und dann auch nochmal so das Feedback zu bekommen, was kann man noch ergänzen. Und das habe ich halt einfach auch als großen Lerneffekt erfahren durch die anderen Projekte, die hier vorgestellt wurden. Also ich habe viel mitgenommen. Ich habe ja auch mein Projekt vorgestellt und das fand ich auch sehr spannend, auch da nochmal eine Rückmeldung zu kriegen und auch vielleicht nochmal so die Würdigung oder Wertschätzung. Das war, ist ein herausforderndes Thema. Das ist mir nochmal so, das fand ich nochmal so als Spiegelung auch. Und boah, ihr macht da ja ganz schön viel. Das fand ich schön und insgesamt die Atmosphäre hat mir auch gut gefallen. Also dieses Lernende miteinander, das ist einfach was Schönes. Ja, also ich fand es total super, das Pionierlabor, wirklich klasse, weil ich glaube, es ist eine gute Mischung aus wirklich nochmal ein bisschen Methodenreflexion auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich auch zu gucken, wie machen es andere Unternehmen. Und ich fand es toll, dass ein bisschen auf dem Nähkästchen geplaudert wurde und nicht alles auf Hochglanz gebürstet wurde. Also echt klasse Veranstaltung. Ja, schön für mich am Pionierlabor war, dass man über Projekte geredet hat, die auch gescheitert sind, Ansatzpunkte miterleben durfte, interdisziplinäres Arbeiten miterleben durfte, und zwar keine Hotlist von tollen Charts, von tollen Erfolgen, sondern es gab viele Ansatzpunkte, um mitzumachen, sich zu beteiligen und Wissen zu verbinden. Also für mich ganz beeindruckend am Pionierlabor war es, oder ist es insbesondere dann geworden, wenn in meinem Kopf Bilder entstanden sind von den Projekten, die dargestellt wurden. Und man dadurch ein bisschen Anteil bekommen hat an den Prozessen und an den Personen, die da versucht haben, was in Bewegung zu setzen. Und dann beteiligt zu sein und sich Gedanken machen zu können, was gute Schritte wären, was sinnvolle nächste Schritte wären,
Das hat richtig Spaß gemacht und ich würde wiederkommen. Ich finde es ein tolles Forum, um einfach in diesem Bereich zu wachsen. Ich finde es klasse, dass hier Projekte vorgestellt werden und wie die vorgestellt werden und dass es dafür Raum gibt, die Dinge zu erleben. Das finde ich richtig toll. Ich finde es toll, dass es viele unterschiedliche Organisationen und Personen hier gibt und wir intensiv in Kontakt gehen können. Leider ist die Zeit nicht genug. Für mich war es ein weiterer Schritt, um noch näher ans ISB wiederzukommen. Für mich war ein besonders schöner Moment, weil ich den Bernd das erste Mal live erlebt habe und habe mich einfach bei ihm bedanken können, auch dass es das ISB gibt, dass wir Methoden, Didaktiken, Kultur erleben können und das weitertragen können. Ich fand es eine sehr offene, angenehme, produktive Art und fahre ein bisschen wehmütig, aber auch voller Freude heim. Ja, mir geht es auch so. Ich bin total zufrieden, ich gehe froh heraus, ich bin inspiriert, ich finde es war wirklich eine tolle Gruppe und es waren leichte Tage, leichtes, intensives Arbeiten, so fällt mir so ein und das passt gut hierher, das passt gut in den Kreis, das passt gut in die ESB-Kultur und ich freue mich sehr, dass es so beim ersten Mal dann auch gut geklappt hat.